Es ist endlich wieder Zeit für meine Top 3 des Monats. Leider ist etwas später als gewohnt, daran schuld ist die Uni, ein Grippaleffekt und eventuell auch das schöne Wetter. Das nächste Mal wird es wieder pünktlicher. Wahrscheinlich. Egal, denn es ist Sommer und das bedeutet für uns Spieler... Come on, Kitty! Grab some ice cream! Ja, das auch, aber es bedeutet auch... Nein, das bedeutet ein Sommerloch, wo nur wenig bis gar keine Spiele erscheinen. Die Suche nach guten Spielen ist mir daher so schwer gefallen wie noch nie zuvor. Aber mit ein wenig Ausdauer habe ich auch diesen Monat noch 3 Spiele gefunden, die es sich verdient haben, in meine Top 3 Videospiele des Julis zu kommen. Viel Spaß damit! Mein 3. Platz ist ein kleines Indie-Spiel, das am 24. Juli auf Steam erscheinen wird. Welcome back, Sergeant Burton. Glad you came back in one piece. Your mission on the Ludumdare Galaxy was pretty damn successful, but it's time to get back to work. This will be your most difficult assignment yet. Your team will face dangerous and harsh situations. Tough decisions are up ahead, but we understand this is your specialty. It's not just about survival anymore. You'll face your demons, your inner demons. No good path, no evil path, just the one you can live with. Gods Will Be Watching ist ein sehr harter Titel und ist ein minimalistisches Point-and-Click-Adventure, in dem man Sergeant Burden spielt. Und ja, der heißt wirklich Burden, wie im Englischen die Bürde, und ich glaube, er ist der Cousin zweiten Grades von Captain Obvious. Wie auch immer, als Sergeant Burden muss man einige sehr harte Entscheidungen treffen. Ich hoffe aber, der Titel übertreibt nicht mit sinnloser Gewalt um der Gewalt willen, sondern zeigt spannende moralische Konflikte auf. Ich hoffe auf eine gute Inszenierung und bin schon gespannt, was der Titel zu bieten hat. Egal ob The Walking Dead, Resident Evil oder Left 4 Dead, Zombies sind mittlerweile popkulturelle, etablierte Stars von vielen Videospielen, Filmen und TV-Serien. Der 2. Platz, in dem die untoten Schlurfer auch eine wichtige Rolle spielen, ist intensiv wie kaum ein anderes Videospiel. Der Titel ist zwar nur ein Remake, dürfte aber PlayStation 4 Besitzer trotzdem sehr erfreuen. Die Rede ist natürlich von Naughty Dog's The Last of Us, das in der Vergangenheit mit etlichen Preisen überhäuft wurde. Bei Fans gilt der Titel nicht zu Unrecht als Naughty Dog's Meisterwerk und besticht auf der Next-Gen-Plattform nur mit zusätzlich aufgehübschter Grafik. The Last of Us steht aber bei weitem nicht nur für schöne Grafik. Die Story, die mit vielen kleinen Details an allen Ecken und Enden zu überzeugen weiß, und die beiden gut geschriebenen und hervorragend vertonten Charaktere sind nur eines der Highlights, die The Last of Us zu bieten hat. Dazu kommt noch der abwechslungsreiche Gameplay-Mix, der ein authentisches Endzeit-Epos kreiert. Last of Us Remastered erscheint am 29. Juli für PS4. Ab dann soll das neu aufgelegte Spiel in vollem 1080p und 60 Hz von den Bildschirmen flimmern. Ich freue mich schon sehr darauf. Mein 1. Platz ist zum Teil schon veröffentlicht. Es handelt sich dabei nämlich um The Wolf Among Us. Und da erscheint die 5. und damit letzte Episode des Telltale-Spiels. Deshalb und wegen dem sommerlichen Spielloch drücke ich mal ein Auge zu und sage, dass das im Juli veröffentlicht wird. In The Wolf Among Us ist kein anderer als der große böse Wolf der Protagonist der Geschichte. Ich huste und puste und die Bude stürzt dir ein! Der hustet und prustet in Telltales Spiel aber nicht mehr, denn dort ist der rehabilitierte Big Wee Wolf auf der Seite der Guten und wacht als Sheriff über Fable Town. Gameplay-technisch spielt sich der Titel genau gleich wie Telltale's The Walking Dead. Es gilt, wichtige und knifflige Entscheidungen zu treffen, die die Story beeinflussen und spannende Dialoge mit den Bewohnern aus Fable Town zu führen. Just have to find where it is and push.
people get up to all kinds of things when nobody's watching. I saw what you did down there. Is that how you treat your prisoners? Im Grafikstil eines Film Noirs zeigt uns The Wolf Among Us die heruntergekommene Welt der ehemals schillernden Märchenfiguren, im Spiel Fables genannt. Diese kämpfen ums Überleben und müssen sich vor den Menschen verstecken, um nicht erkannt zu werden. Die Comicvorlage von Bill Willingham wie auch das Spiel zeigen Märchenfiguren wie die Schöne und das Biest oder allerlei Rau, die unter anderem mit Kriminalität oder Prostitution zu kämpfen haben. Ich kann The Wolf Among Us nur jedem empfehlen. Wer einmal einen richtig spannenden interaktiven Krimi spielen möchte, sollte den Titel unbedingt ausprobieren. Ich freue mich schon sehr auf die letzte Episode, die Mitte Juli erscheinen wird. I said no violence. Two women are dead. Please. I thought I could trust you. I have a way with people. So I've heard. Das war's auch schon wieder für den Juli, der für mich gleich drei Spiele enthält, die sehr bedeutungsschwangere Entscheidungen und eine jeweils sehr atmosphärische Handlung zu bieten haben. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat und wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Macht's gut, euer David.